Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde SpongeBob Schwammkopf. Okay, Patrick, sorry. Und wir legen hier auch direkt los. Wir haben ihn in der letzten Folge tatsächlich gerettet. Der macht gleich Bogen. Oh, ich bin tot. Oh no. Okay. Okay, man darf nicht zu mir rein, okay. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Hä, warum denn schon wieder bei mir? Oh. Upsi, ich bin jetzt im Wasser gefallen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Bam. Oha, ich hab Geheimgang gefunden. Eine unheimliche dunkle Höhle. Ja, eine dunkle Höhle, auf jeden Fall. Wie viele davon muss ich denn tragen? Autsch! Oha. Autsch! Okay, es ist wirklich interessant schwer jetzt gerade. Warum auch immer. Hier gucken. Das ist ein Donner. Wenn Patrick ihn berührt, zieht ein Sturm auf und nach ein paar Sekunden kracht es. Wer wäre denn nicht in der Nähe, wenn es kracht? Okay. Wäre schon wieder in der Nähe gewesen. So. Kommt man hier hoch oder was? Nee. Oh, Geschenke aus Holz! Geschenke aus Holz, ja. Autsch! Hey, ich bin noch an den Beinen gewesen. So, an den blöden Dingern jetzt hier mal vorbei, so. Was? So, jetzt müssen wir wieder irgendwas werfen, aber was? Ups, hier da. Bam. Ey. Okay, warum komme ich nicht? Egal, wir gehen weiter. Schon viel besser. Autsch. Gut, wir lassen das einfach da stehen. Wow, wir sind so Bierkorken, also so Korkendinger. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Ja, ich weiß es nicht. Autsch. Au. Wilde Stacheln, Alter. Nein, bitte nicht, ich bewege mich. Oder was ist das denn für eine Dings, Alter? Was muss ich jetzt hier wieder abschmeißen? Was? Bleibt mal hier stehen. Okay, weiter geht's. Zack, zack, zack. Okay, jetzt muss ich hier wieder irgendwas abschmeißen, ne? Doch, nee, ich muss das einfach nur hier drauf platzieren. Ich weiß doch gar nicht, wo ich gerade hingehe, ehrlich gesagt. Wir sind jetzt hier in so einer Höhle. Jetzt wird eine Melone, die brauchen wir wahrscheinlich hier. Nehmen wir die mal mit. Okay. Okay, jetzt frage ich mich, wie ich hier weiterkomme. Irgendwas? Oh. Kommen hier glaube ich nicht weiter, oder? Nee. Hä? Wie soll ich denn hier weiterkommen, jetzt mal ehrlich?
Ja, okay, kommen wir mal wirklich nie weiter. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ah. 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 Ey. Oh, jetzt sind beide wieder weg. Passiert nichts. Ja gut, ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Deswegen gehe ich einfach wieder zurück. Okay, warte mal, wir müssen wieder... Wir müssen mal wieder zum Hauptmenü kurz zurück. So, und wieder rein. Nee, ich will hier nicht hin. Es könnte tatsächlich sein, dass ich sogar doch hier hin muss. Aber wir testen das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal kurz wieder hier zurück. Okay, wenn ich überhaupt wieder zurückkomme. Ah ja, doch hier. Komm, geh weg. So. Okay, ich bin wieder da. So. Mal kurz gucken. Wir können nämlich auch hier hoch. Und ich glaube, hier muss ich auch lang, ehrlich gesagt. Ich frage es jetzt nur. Okay, nee. Wie viele davon muss ich denn tragen? Ja, ich muss nämlich hier hin. So. Okay, dann geht's da hinten irgendwie noch weiter. Checkpoint. Aber wofür? Also offensichtlich geht's ja hier nicht weiter, ne? Okay, egal. Der macht gleich Bumm. Gut, gehen wir erstmal hier weiter, so. Reden kann man nicht. Ups, sorry. Hier ist eine Melone. Die brauche ich wofür? Für nichts, oder? Nö. Ja, okay, dann kann man die hier einfach nur abschmeißen oder was? Okay. So. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier weiterlaufen, würde ich mal sagen. So. Okay, hier ist eine Brücke. Bitte stützt nicht ein, Brücke. So, danke. Das ist eine Wurfrucht. Ja. Okay, was muss ich jetzt machen? Weil jetzt komme ich ja weiter. Stimmt, ich muss einfach nur hier hoch. Nee, war ich doch schon. Kann es sein, dass ich gerade zurücklaufe oder bin ich gerade lost? Ich glaube, ich laufe zurück. Ja, ich laufe zurück. Hier haben wir ja Patrick geholt. Oh. Oh. Zurücklaufen will ich tatsächlich nicht. Hier geht es tatsächlich weiter. So. Aha. Ein bisschen blöd. Tatsächlich. So. Sie muss doch da rein. Aber warum komme ich da bei dem einen nicht mehr hoch? Das checke ich nicht ganz. Egal, wir gucken noch mal. Also, dann kann ich auch keine Videos machen, tatsächlich, wenn ich nicht weiß, wie ich da hochkomme.
So. Was? So. Gut. Oh, das war ein bisschen zu schnell. Was kann ich jetzt hier wieder mitmachen? Und da drauf schmeißen oder was? Juhu, los geht's! Was? Okay. Okay, okay, okay. Boah, was wäre die auf mich gelandet? Hey, mein Rücken geht viel besser. Boah, und das so lief. Autsch! Ups, ich bin außersehen mit reingesprungen. Viel besser. Komm. Ah. Egal. So, jetzt müssen wir hier mal kurz lesen. So. Patrick kann auf die Wurffrüchte springen, um höhere Stellen zu erreichen. Er kann die Wurffrüchte auch stapeln, indem er eine Wurffrucht auf eine andere Wurffrucht wirft. Über sie kann er dann die höheren Stellen erreichen. Okay. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es auch verstanden. So, hier kann ich jetzt... Hier brauche ich nur eine, damit ich hochkomme. So, ne? Und hier brauche ich jetzt praktisch zwei. Und die lege ich jetzt hier aufeinander. Am besten nicht so. Komm, geh bitte. Verderb bitte. Danke. Brauche diese Melone. So, und die packe jetzt hier drauf. So, und jetzt kann ich hier hoch. Zack. So. Batz. Und Batz. Boah, geschafft. Let's go. Let's go. Ah. Aua. Aua. Oh, jetzt bin ich auch noch gestorben. Ja, ich bin zum Glück beim Checkpoint wieder. Manometer. Ist doch nicht so schwer, jetzt das hier zu schaffen, ey. Nein. So, und jetzt. Hallo. Ey. Okay, ich mache eine neue dahin. Nicht da oben hin. So, jetzt. Zack. So. Jetzt habe ich es geschafft. Danke. So. Und jetzt muss ich doch... Jetzt müsste ich es rein theoretisch schaffen. Oh, Zeitdruck. So, nochmal. Oh, ich dachte, das wäre eine andere. Mann. Geschenke aus Holz! Ey, diesmal habe ich es doch geschafft. Schade, geht nicht. Ey, ich kann so bremsen einfach. Ich bin drüber gesprungen. Egal, so. Leute, ich würde aber auch erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.